Hallo, hast du schon einmal etwas von TZI gehört? Etwa nicht? Dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende anschauen. TZI, was ist das? Das ist die Kurzform für themenzentrierte Interaktion. Ein Konzept für alle, das die Psychotherapeutin Ruth Kohn entwickelt hat. Zu der themenzentrierten Interaktion gehören das Vier-Faktoren-Modell, 3 Axiome und 2 Postulate. Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Schauen wir uns das einmal genauer an. Das Vier-Faktoren-Modell besteht aus dem Ich, dem Es, dem Wir und dem Globe. Dabei steht das Ich für alle Personen in einer Gruppe, mit ihren Fähigkeiten und Meinungen. Das Es umfasst den Gegenstand, mit dem sich die Gruppe beschäftigt. Mit dem Wir ist das Verhältnis der Gruppe gemeint. Können alle gut miteinander arbeiten? Der Globe bildet einen Rahmen darum. Er repräsentiert die äußeren Einflüsse und Vorgaben. Das Vier-Faktoren-Modell kennst du nun. Werfen wir nun einen Blick auf die 3 Axiome. Diese kannst du dir als persönliche Leitsätze für eine erfolgreiche Zusammenarbeit vorstellen. Sie sollen dir helfen, Verantwortung im Arbeitsprozess zu übernehmen. Axiom 1 betrifft Entscheidungen. In der Gruppe kann zwar jeder selbstständig Entscheidungen treffen, aber ihr müsst es dennoch gemeinsam tun. Axiom 2 beinhaltet Wertschätzung. Kenne deine eigenen Werte und triff anhand dieser deine Entscheidungen, aber verliere dabei nie den Respekt für deine Mitmenschen. Axiom 3 besagt, dass deine Entscheidungen von inneren und äußeren Grenzen eingeschränkt ist. Wenn du weißt, dass es die Grenzen gibt, kannst du sie überwinden und dich weiterentwickeln. Nun aber fix zu den 2 Postulaten. Postulat 1 ist das der Chairperson. Du bist für dein eigenes Tun und Handeln verantwortlich, aber nicht für das der anderen. Führe dich selbst, aber andere nur dann, wenn sie es selber nicht schaffen. Postulat 2 stellt Störungen in den Vordergrund. Alle Störungen müssen behoben werden, damit der Arbeitsprozess nicht behindert wird. Wofür jetzt aber das Ganze? TZI kann von allen genutzt werden. Wofür? Dafür findest du hier Beispiele. Halte das Video an, um sie genauer zu lesen. Willst du wissen, in welchen Bereichen TZI zum Einsatz kommen kann? Dann halte hier noch einmal. Nun weißt du, was TZI bedeutet und was genau hinter dem Konzept von Ruth Kohn steckt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen.